Seit Freitag sind in Tirol und Vorarlberg 8 Personen unter Lawinen gestorben. In St. Anton am Arlberg und in Kaunerberg, Bezirk Landeck, kamen am Samstag 3 Skitourengeher ums Leben. Ebenso ein 55-Jähriger in Kleinwalsertal und ein 17-Jähriger im Zillertal. In Osttirol wurde ein Schneepflugfahrer von einer Lawine erfasst und starb. Im Ötztal kam am Sonntag eine Person unter einem Schneebrett ums Leben. Bereits am Freitag starb ein chinesischer Freerider. Die Lawinenlage in Westösterreich sorgte seit Freitag für viele Rettungseinsätze. Wintersportler waren allen Warnungen zum Trotz. Es herrschte Warnstufe 4 auf der fünfteiligen Skala im freien Gelände unterwegs. Mehrere Personen wurden bei Abgängen verschüttet und verletzt. In mehreren Fällen war die Lawinensituation so heikel, dass eine Bodensuche für die Retter zu riskant war. So konnten ein 29-jähriger Skiführer und ein 33 Jahre alter Gast in St. Anton am Arlberg sowie ein 62-jähriger Skitourengeher in Kaunerberg, die bereits am Samstag unter die Schneemassen gerieten, erst am Sonntag geborgen werden. In St. Anton mussten die Retter Posten abstellen, die den lawinengefährdeten Hang während der Bergung beobachteten. Vermutlich ebenfalls am Samstag zwischen 10 und 14 Uhr erfasste eine Lawine in Debandstal in Lienz einen Schneepflug. Der 59-jährige Arbeiter, der dort mit Schneeräumarbeiten beschäftigt war, wurde nach einer Suchaktion am Sonntag in einem Lawinenkegel gefunden. Der war aus dem Fahrzeug geschleudert worden und tödlich verletzt. Die Fachleute der Warndienste aus beiden Bundesländern hatten vor dem Wochenende intensiv gewarnt, die Schneedecke sei sehr labil, schon eine geringe Zusatzbelastung könne Lawinen auslösen, auch spontane Abgänge waren häufig. Die Verhältnisse seien tückisch, Gefahrenstellen aufgrund von Wind und Neuschnee oft kaum zu erkennen, Wintersportler sollten daher große Vorsicht walten lassen, Unerfahrene sollten die Pisten nicht verlassen. Ja, es herrscht momentan erhebliche Lawinengefahr in weiten Teilen des Bundeslandes. Die erhebliche Lawinengefahr, das ist die Gefahrenstufe 3 auf der fünfteiligen Skala, ist jene Gefahr, wo üblicherweise die meisten Unfälle passieren. Also da sollte man durchaus weiterhin noch aufpassen, auch wenn sich die Situation im Vergleich zum Wochenende schon etwas entspannt hat. Es ist ja richtig viel Schnee jetzt gekommen. In Tirol hat es auch eine große Lawine gegeben mit sehr viel Verletzten und auch Toten. Wie kann man sich auf das Ganze vorbereiten? Was muss man beachten als Hobby-Skiläufer? Auf was muss ich aufpassen, dass ich eben nicht in eine Lawine gerate? Ganz wichtig ist eine vernünftige Tourenplanung. Also man muss sich vorab schon mit dem Gelände, das man betreten will, auseinandersetzen. Außerdem braucht man natürlich eine Notfallausrüstung wie LVS-Gerät, Schaufel und Sonde. Und wenn man dann weiß, wo man hingehen möchte, dann muss man natürlich vorher auch den Lagebericht studiert haben. Dann weiß man, wo man hingehen möchte. Und dann muss man aber sich immer noch die Möglichkeit offen lassen, dass man trotzdem umdrehen kann. Also wenn man im Gelände dann sieht, ups, es ist gefährlicher, als ich es mir vorgestellt habe, ich sehe schon ausgelöste Lawinen, der Schnee bekommt Risse, die Schneedecke bekommt Risse, wenn ich sie betrete, dann heißt es auf jeden Fall trotzdem umdrehen. Jetzt ist das natürlich für Touren-Skigeher wahrscheinlich noch wichtiger zu wissen, wie es abgeht. Aber natürlich haben auch die Hobbyläufer, die normal auf der Skipiste fahren und vielleicht ab und zu etwas abseits unterwegs sind. Auf was müssen die achten? Sollte man einfach gar nicht abseits der Pisten unterwegs sein? Es kommt drauf an. Also es gibt ja einige Skigebiete, die auch Variantenfahrten ermöglichen. Wenn dieses Variantengelände freigegeben ist von den Skigebieten, dann kann man dort durchaus fahren. Wenn eine Lawinentafel vor dem Hang steht, dann ist diese auf jeden Fall zu beachten. Dann darf man in diesen Hang nicht hineinfahren. Wie ist da bei euch aktuell die Lage? Ihr schreibt ja natürlich regelmäßig euren Blog natürlich, wo man immer wieder auch sieht, wie die Lawinenlage ist. Merkt ihr da aktuell, dass die Zugriffe öfter sind oder dass mehr Zugriffe sind? Achten die Leute schon, haben die das Bewusstsein? Es ist uns, also von den Rückmeldungen vom gestrigen Tag, der ja noch ein relativ heikler war und wo auch der Lagebericht so formuliert war, dass es eine heikle Situation ist, da haben wir aus dem Gelände die Rückmeldungen, dass die Wintersportler tatsächlich vorsichtiger waren als sonst. Also sie passen schon noch auf. Es will ja auch eigentlich niemand unter einer Lawine sterben. Haben Sie sonst noch irgendeine Empfehlung für den Otto-Normalverbraucher, der jetzt aus Wien nach Salzburg fährt und da zum Skifahren geht?
Ja, also meine Empfehlung ist, wenn man sich gar nicht auskennt im freien Gelände, also wenn man noch keine Skitour war oder vielleicht erst 5 Skitouren in seinem Leben, dann sollte man sich auf jeden Fall einen Bergführer nehmen, wenn man eine schöne Skitour im Land Salzburg unternehmen möchte. Ja, wir haben aktuell eine kritische Stufe 3, also nahe bei Stufe groß, was wir jetzt am Wochenende hatten. Das heißt, die Situation hat sich insofern nur leicht gebessert, dass wir eben keine spontanen Lawinen mehr erwarten, zumindest keine in dieser Größenordnung, in dieser Zahl, was wir jetzt hatten. Aber wir haben auf jeden Fall noch eine Situation, die für den Wintersportler als heikel und angespannt gelten muss. Jetzt haben wir in Wien und Niederösterreich die Semesterferien begonnen. Viele Hobbysportler sind jetzt auch am Weg nach Tirol, um dort den Winterspaß zu genießen. Auf was sollten die am meisten achten? Natürlich, dass wir einfach zumindest oberhalb etwa 1800 Meter viele Gefahrenbereiche haben, wo man recht leicht Lawinen auslösen kann. Das heißt, prinzipiell gilt einfach unser Appell, den wir jetzt die letzten Tage immer wieder verlautet haben, unerfahrene Personen bitte auf den Pisten bleiben weiterhin und sonst heißt es sehr defensiv unterwegs sein, weil die Anzahl der Lawinenereignisse, die wir während der vergangenen Tage hatten, zeigt einfach, die Schneedecke ist noch störanfällig und je mehr Leute sich natürlich diesem Gelände exponieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir Unfälle haben. Wenn jetzt trotzdem sich erfahrene Fahrer ins freie Gelände bewegen, abseits der Skipiste, auf was sollte man achten? Was sollte man unbedingt mithaben und wie kann man dem Ganzen vorbeugen, dass etwas passiert? Ja, das Erste ist natürlich, sich gut zu informieren. Dann auch dieses Wissen, was wir weitergeben, diese Information, wo die ganzen Gefahrenbereiche sind, dass man das im Gelände einfach entsprechend dann umsetzt und erkennt. Ausrüstung ist natürlich immer ein großes Thema, aber prinzipiell gilt zurzeit einfach auch, weil wir ein sogenanntes Altschneeproblem haben, das heißt die Gefahrenbereiche können erfahrene Leute auch relativ schwer erkennen, dass man vom Gelände sich entsprechend einfach anpassen muss. Wenn die Lawine das Problem ist, ist eigentlich das Gelände die Lösung. Das heißt, bei hohen Gefahrenstufen oder bei kritischer Situation Gelände wählen, das nicht steil ist. Beziehungsweise teilweise auch muss man immer noch darauf achten, dass man Lawinen selbst vom flachen Gelände auslösen kann. Das heißt, man ist teilweise auch im Einflussbereich vom Auslaufbereich von Lawinen. Wenn man jetzt sich das anschaut, immer wenn viel neuer Schnee kommt, wenn vielleicht auch ein bisschen mehr Wind unterwegs ist, wie entsteht denn so eine Lawine im Grundsatz? Oder auf was kann man da achten, auch als Laien-Skifahrer ist, dass man vielleicht Gefahren früher erkennen kann? Ja, wir vom Lawinenwarndienst, wir gehen eigentlich den Weg, dass wir eben versuchen, primär über die Gefahrenstufe natürlich, andererseits und über die sogenannten Lawinenprobleme zu kommunizieren, dass man zum Beispiel sagt, wenn man ein Altschneeproblem haben, wie wir es derzeit haben, dann heißt es eigentlich, Leute, die sich nicht damit beschäftigen, die können die Gefahr gar nicht so richtig erkennen, weil das Problem, das liegt irgendwo verborgen in der Schneedecke. Das heißt, da kann man nur sagen, defensiv unterwegs sein, die Gefahrenbereiche, die wir angeben, möglichst meiden. Beim Triebschneeproblem ist es zum Beispiel so, wenn es nur darum geht, frische Triebschneepakete zu erkennen. Das sind oberflächennah, frisch eingewehte Bereiche. Die kann man gut erkennen, da kann man entsprechend ausweichen. Also das ist unser Ziel, über diese Lawinenprobleme Verhalten zu initiieren bei den Leuten. Wie lange denken Sie, wird das jetzt noch anhalten, dass man diese Gefahr doch relativ hoch einschätzt? Es ist erfahrungsgemäß, dauert sowas jetzt, auch aufgrund der Wettervorhersagen würde ich sagen, noch circa eine Woche. Die Schneedecke wird sich langsam nicht mehr ganz so instabil sein, sagen wir so einmal. Normalerweise circa eine Woche, ab dann sollte es tendenziell wieder besser werden. Abschließender Tipp noch an unsere Zuschauer, die jetzt vielleicht auf Winterurlaub fahren möchten, auf Skiurlaub fahren möchten. Welchen Tipp würden Sie gern mitgeben? Sich bitte gut zu informieren und im Zweifel verzichten. Herr Franke, aktuell in Tirol sehr viel Lawinengefahr. Es gibt auch sehr viele Verunfallte. Es gibt leider auch Tote zu beklagen. Herr Franke von der Bergrettung, wie ist bei euch gerade die Auftragslage? Ihr habt sehr viel zu tun, oder? Also für Bergrettung Tirol ist so wie auch österreichweit die Bergrettungen sehr gefordert mit einer hohen Anzahl an Einsätzen, speziell auffallende Wochenende, die Lawineneinsätze. Wir haben
eine heimtückische Lage. Es ist viel Schnee gekommen, es ist aber keine gute Schneedecken, kein guter Schneedeckenaufbau. Und deshalb ist es momentan eine sehr, sehr gefährliche Situation. Es gibt ja einiges jetzt zu beachten, vor allem wenn so viel Schnee ist. Natürlich, die Wiener Niederösterreicher haben jetzt auch noch Semesterferien. Also da sind viele in die Skigebiete rausgefahren. Der erhoffte Winter ist sozusagen endlich eingetreten. Jetzt ist nur das große Problem, es ist schon sehr verlockend, auch mal ein bisschen abseits der Piste zu fahren. Was raten Sie den Hobby-Skiläufern? Wir appellieren dringend an die Skifahrer, bleiben Sie im gesicherten Skiraum. Momentan ist eine sehr, sehr heimtückische Situation im freien Gelände. Und das ist nur für absolute Profis einzuschätzen, wo man fahren kann. Es hat leider auch mehrere Lawinenunglücke im freien Skiraum im Bereich von Skigebieten gegeben. Es ist momentan wirklich sehr, sehr gefährlich. Der dringende Appell, bleiben Sie im gesicherten Skiraum. Jetzt ist natürlich für euch dann nachher die Bergung auch richtig schwierig, weil die Lawinengefahr und die Gefahr für die Retter nochmal wahrscheinlich höher ist nach so einem Lawinenabgang. Vor allem, um dann danach auch nochmal jemanden zu finden in dieser Situation. Wie ist da bei euch aktuell die Situation und die Lage? Wie viele Leute habt ihr im Einsatz? Also wir haben speziell jetzt an dem Wochenende in Tirol quer durchs Land, vom Oberland bis zum Unterland, zahlreiche Lawinenabgänge mit zahlreichen Einsätzen. Leider auch Situationen, wo wir die Suchaktionen abbrechen mussten, weil die Gefahr, die Lawinengefahr so gefährlich ist und wir die Rettungspersonal nicht gefährden dürfen. Also das kann auch passieren, dass man warten muss mit Suchaktionen, zuerst Lawinensprengungen durchführen, dass man dann mit den Suchaktionen weiterfahren kann. Und diese Situationen gibt es auch Land auf, Land ab, in ganz Tirol, in Vorarlberg und bis hin Richtung Oberösterreich. Wenn Sie jetzt noch einen letzten Tipp für die Skiläufer, die jetzt ihren Winterurlaub antreten möchten, noch einen letzten Tipp abgeben können, auf was sollte man besonders achten? Bleiben Sie im gesicherten Skiraum, schauen Sie sich den Lawinenwarndienst an. Die Pisten sind perfekt präpariert und bieten sehr viel Winterspaß. Bleiben Sie auf den gesicherten Skipisten und genießen Sie diese.